Ein Adventslied zum Anfang der Karwoche, Weihnachtsstimmung an der Schwelle des beginnenden Frühlings? Keine Sorge, Sie haben sich nicht im Kanal geirrt, das ist ernst gemeint. Denn ganz ähnlich wie am Beginn des Advents blicken wir heute auch gespannt auf den, der da kommen soll. Der Herr der Herrlichkeit, der König aller Königreiche, der Heiland aller Welt zugleich. Wir blicken auf Jesus, den wir den Christus nennen, und stehen angespannt in den Toren Jerusalems, um zu sehen, für wen da die Türen und Tore geöffnet werden. Der Text vom Einzug Jesu in die heilige Stadt markiert nicht umsonst den Beginn des Advents und den Beginn der Karwoche. Wir sollen auf Jesus blicken und uns die Frage stellen, wer da eigentlich zu uns kommt. Und damit ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Getrennt und doch verbunden sind wir zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich freue mich besonders, dass ich heute nicht allein vor der Kamera stehe, sondern Unterstützung von den Konfirmandinnen Alia und Liliana habe, die diesen Gottesdienst mit mir vorbereitet haben. Musikalisch werden wir von Beate und Annika Bach und Liliana Engel begleitet. Hinter der Kamera steht wie gewohnt Julia Otto. Vielen Dank dafür. Wer ist Christus? Dieser Frage nachzugehen, dazu lade ich Sie heute ein. Schlimme Wochen liegen hinter uns und noch ist nicht abzusehen, wie lange der Krieg noch wüten wird. Die Bilder berühren mich und gleichzeitig bin ich mit meiner Hilflosigkeit konfrontiert, kann nichts tun und frage mich, was noch kommen wird. Die Bilder aus dem Fernsehen sind weit weg und doch gehen sie mir unter die Haut. Wem können wir unser Leid klagen? Wem unsere Hilflosigkeit offenbaren? Wem unsere Verzweiflung und Angst hinüberschreien? Gott weiß um all das. Er hat uns nicht vergessen. Er ist bei uns auch an diesen dunklen Tagen. Psalm 69, ein Klagelied, weiß um unsere Gefühle und findet Worte für meine Sprachlosigkeit. Ich lese eine Meditation zu den Worten des Psalms. Gott, hilf mir, denn die Wasser nehmen zu und stehen mir schon bis zum Hals. Ich versinke in den tiefen Fluten und meine Füße finden keinen Grund. Mein letzter Halt geht mir verloren und ich ertrinke im rasenden Strom. Meine Kehle ist heiser vom Schreien, ich bin müde vom Rufen. Meine Augen sind trübe vom endlosen Suchen nach Hilfe. Und meine Ohren sind taub geworden vom Warten auf Rettung. Höre mein Gebet um deine treue Hilfe. Zieh mich aus den Fluten, dass ich nicht versinke. Errette mich aus den tiefen Wassern und aus der tiefen Flut, die mich zu verschlingen drohen. Erhöre mich, Gott, und wende dich mir zu nach deiner Güte und tröste mich nach deiner großen Barmherzigkeit. Gott, du weißt, wie es in uns aussieht, wie es um uns steht. Du kennst unsere Gedanken und Sorgen, weißt, wie sehr uns der Krieg umtreibt und welche Ängste wir um die Zukunft haben. Du lässt uns damit nicht allein, sondern du stehst an unserer Seite. Werde spürbar, Gott, öffne unsere Herzen für dich, gib uns das Vertrauen in deine Kraft und die Stärke jedes Gebets. Sehnsüchtig blicken wir auf den, der kommt und flehen um Beistand, Kraft und Hilfe. Sei nicht fern, sei nah. Amen. Thank you.
Hört vom Einzug Jesu in Jerusalem aus dem Matthäusevangelium im 21. Kapitel. Ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphagen am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das? Dann sagt, der Herr braucht sie. Dann wird er sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sagt zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einen Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Die Jünger gingen los und machten alles genauso, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus, andere schnitten Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesu heranging und ihm folgte, rief unablässig: Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer ihm den Namen des Herrn kommt. Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesu in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: Wer ist er nun? Die Volksmenge sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Donnerstag, 10 Uhr. Jerusalem bereitet sich auf das Passafest vor. Hunderttausende strömen die Stadt. Die Unruhen der vergangenen Monate in der Provinz Judäa sorgen für Nervosität. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu Zwischenfällen kommen kann. Erhöhte Präsenz der römischen Sicherheitskräfte in der gesamten Stadt. 10.32 Uhr. Aufgeregte Zeugen berichten von angeblichem Einzug des jüdischen Königs in die Stadt. Pilatus, der Chef der römischen Verwaltung der Provinz, ordnet nochmalige Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen an. 12.27 Uhr. Tumult im Tempelbezirk. Zeugen sagen aus, dass Jesus von Nazareth, den sie den Nazarener nennen, den Tempelbetrieb gewalttätig gestört haben soll. Der Tempelbezirk wird bis auf Weiteres abgesperrt. Mitarbeiter des Tempels sind momentan mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Verdächtige selber scheint entkommen zu sein. 21.30 Uhr. Soldaten des jüdischen Rates spüren den Nazarener im Garten Gethsemane auf. Aufgrund des Verrates aus den eigenen Reihen konnte der Verdächtige aufgespürt werden. Verhaftung lief widerstandslos. Seine Anhänger konnten fliehen. Jesus selbst wurde zum Hohen Rat gebracht. 22.15 Uhr. Verhör durch Kaiphas, oberster jüdischer Priester und Chef des jüdischen Rates. Vorwurf: Gotteslästerung und religiöse Anmaßung. Der Angeklagte behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Anstiftung zum Aufruhr durch massive Störung des Tempelbetriebes. 23.15 Uhr. Befragung des Angeklagten. Jesus von Nazareth gibt zu: Ich bin derjenige, der wie kein anderer von Gott reden kann. Ich zeige euch, wie Gott sich die Welt und die Menschen denkt. Ich zeige euch, wie Gottes neue Welt sein wird. Auf Nachfrage des Kaiphas, ob er der Messias sei, der Sohn Gottes, antwortet der Angeklagte zustimmend. 23.20 Uhr. Tumultartige Szenen im Hohen Rat. Die Todesstrafe soll ausgesprochen werden. Der Angeklagte wird zu diesem Zweck an Pilatus, den römischen Provinzstatthalter, überstellt. Anklage: Anstiftung zur Aufruhr und Rebellion. Plant Umsturz des römischen Regimes. Will sich selbst als König einsetzen. Freitag, 10.18 Uhr. Urteilsverkündigung. Todesstrafe durch Kreuzigung. Vollstreckung noch am heutigen Tag. Bekanntmachung löst Jubel und Entsetzen aus. Nochmalige Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen durch Pilatus. Thank you.
Ich bin Maria. Von Anfang an habe ich Jesu durch das ganze Land begleitet. Ich habe alles erlebt, was Jesus erlebt hat. Er brachte mir bei, es gibt keine innere Haltung ohne äußere Handlung. Außerdem war für ihn jeder Mensch gleich, wichtig und bedeutsam, egal ob arm oder reich. Das hat mich fasziniert. Ich weiß aber auch, dass ihm viel zugesetzt hat, diese Reise. Es wollten Tausende von Menschen von ihm geheilt werden, ein schönes Leben haben. Deshalb habe ich mein gesamtes Geld dafür ausgegeben, ein kostbares Öl für ihn zu kaufen, um ihm seine Füße zu salben. Meine Schwester Martha fand diese Idee nicht wirklich gut, aber ich bereue es keineswegs. Ich bin Kaiphas, oberster jüdischer Priester und Leiter des jüdischen Rates. Ohne mich gäbe es hier in Judäa nur Chaos. Ich unterhalte die Kontakte in alle wichtigen Kreise des römischen und jüdischen Gesellschaft. Aufgrund meiner Netzwerke schaffe ich es, den Frieden einigermaßen zu sichern. Ich passe gut auf die Zusammenarbeit mit den römischen Behörden auf. Wichtig ist dafür, dass ich religiöse und politische Spinner klein halte, damit sie keinen Einfluss auf die Bevölkerung haben. Gerade das ist vor dem Passafest sehr wichtig. Aber den Nazarener habe ich einfach nicht in den Griff bekommen. Schon einige Zeit vor dem Passafest hat er von sich reden gemacht. Zuerst war er nur im Norden, das ist ungefährlich, doch jetzt nähert sich das Passafest und er nähert sich auch uns. Jesu hat sich gegen alles gestellt, wofür ich stehe. Herr der Herrlichkeit, König aller Königreiche, Heiland der ganzen Welt, Messias, Menschensohn, Gottessohn, Retter, Prophet. Jesus hat viele Namen. Als Jesus von Nazareth wird er verurteilt und am Kreuz sterben. Als Auferstandener und Christus wird er nach dem Ostermorgen verehrt werden. Wer ist dieser Jesus, dass die einen ihm nach dem Leben trachten und die anderen ihn heißblütig verehren? Wer ist dieser Jesus, der unsere Zeitrechnung bestimmt und dem weltweit 2,26 Milliarden Menschen folgen? Jesus Christus, ein Name, der zur unerhörten Selbstverständlichkeit geworden ist, obwohl es doch ein Titel ist und Unerhörtes ausdrückt. Jesus Christus, das sagen wir einfach so, das nehmen wir als gegeben hin, blonder Junge mit lockigem Haar, leidender Mann am Kreuz, omnipräsent und dadurch leicht zu übersehen. Aber was haben wir über Jesus zu sagen? Warum stirbt gerade er am Kreuz? Warum verehren wir gerade ihn als Gottes Sohn? Weil es schon immer so ist? Weil Jesus eben dazugehört zu der Kirche, zu der Religion, die Teil unserer Tradition ist? Weil es schön ist, seine Geschichten zu hören und sich verzaubern zu lassen von seinen Wundern? Wer ist dieser Jesus? Rebell, Anführer, einer, der aufsteht gegen die Ungerechtigkeiten der Welt und die Unsitten der Religion. Einer, der als Revoluzer gesehen wird und mit dem sich andere schmücken, die aufbegehren gegen Unrecht und das Establishment. Jesus als Held des kleinen Mannes. Heiliger, Gottessohn, Bewahrer der Traditionen und Führer ins Heilige. Einer, der den Namen Gottes hochhält und den Menschen erklärt, wie dieser Gott eigentlich ist. Jesus, der die unüberwindbaren Grenzen zwischen Gott und Menschen auflöst und aus der Trennung Gemeinschaft macht. Jesus als Wegweiser zu Gott und Mensch. Menschensohn. Zorniger, liebevoller Erzähler, einer, der ehrlich ist als Mensch, der leidet und weint und klagt und dem seine Mitmenschen Leid tun, einer, dem seine Mitmenschen Leid antun, weil er die unbequeme Wahrheit sagt und in Frage stellt, was als Gesetz behandelt werden soll. Auferstandener, Erstling, der, der dem Tod entronnen ist, der lebendig ist in Ewigkeit, der dir und mir den Platz frei hält und die Wohnung bereitet, der, der uns nach dem Sterben das Leben verspricht,
Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Jesus hat viele Namen. Als Jesus von Nazareth wird er verurteilt und am Kreuz sterben. Als Auferstandener und Christus wird er nach dem Ostermorgen verehrt. Wer ist Jesus für dich? Vorbild, Orientierung, menschgewordener Gott, liebevoll und zornig, ängstlich und mutig, einer, der Wunder tut und seine Person hinten anstellt, einer, der auf Gott weist und von diesem Gott erzählen kann, einer, der Gott vertraut bis ans Kreuz und der so sein Sein erweist. Brot des Lebens, Licht der Welt, Tür guter Hirte, Auferstehung und Leben, Weg und Wahrheit, Weinstock und König. Für mich ist Jesus einer, von dem ich lernen kann. Einer, der mich immer wieder daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Der mir die Menschen nahe bringt und mich neugierig macht auf das Geheimnis des Gottes. Einer, der mich kennt mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Fehlern und Qualitäten. Der um mein schlechtes Gewissen weiß und um meine Unzulänglichkeiten. Der meine Zweifel kennt und immer wieder zu mir sagt, mach weiter. Vorm Kreuz kann ich weinen, kann ich schweigen, kann ich loslassen, was mich beschäftigt. Hier frage ich mich, wie weit würde ich gehen für meine Überzeugung, für meinen Glauben, für die Menschen. Hier höre ich, du bist genau richtig, wie du bist und wo du bist. Folge mir und du wirst dich finden. Bleib bei mir und du wirst Gott verstehen. Vertrau mir und ich werde dich an dein Ziel bringen. Wer ist Jesus? Mensch und Gott? Alles und nichts. Mein Kompass, mein Leuchtturm, meine Hoffnung. Greifbarer Gott und Mensch wie ich. Und wer ist Jesus für dich? Lasst uns beten, für uns und andere. Guter Gott, es herrscht Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Wir beten für alle betroffenen Personen und denken an alle Gefallenen und Verletzten. Sei bei ihnen und schaffe Frieden. Großer Gott, Corona lässt uns nicht los und immer noch erkranken jeden Tag Menschen an dem Virus. Wir bitten dich um die milde Verläufe und anschließende Gesundheit. Sei bei den Kranken und hilf ihm. Lebendiger Gott, die Karwoche steht vor der Tür und mit ihr dein Leiden und Sterben. Auch wenn die Menschen so viel anderes umtreibt, öffne ihnen den Sinn für deine Botschaft. Lass sie das Vertrauen nicht verlieren, dass Beten helfen kann und etwas ändert, dass ohne dich die Hoffnung verloren ist. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nutzen Sie doch die Tage, die vor uns liegen, einmal, um diesem Jesus wieder auf die Spur zu kommen. Die Kirchgemeinden vor Ort bieten in der Karwoche und zu Ostern sicherlich genügend Möglichkeiten dazu. An dieser Stelle begrüßen wir Sie am Karfreitag wieder, dann mit einem musikalischen Gottesdienst, den die Gemeindepädagoginnen und die Kantoren vorbereitet haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten. Und nun geht in die Karwoche, bleibt Suchende nach Antworten. Gott offenbart etwas für euch. Gott geht mit und er bleibt an eurer Seite im Dunkeln und im Hellen. Geht unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.